Freunde, herzlich willkommen zu Message in a Minute. Heute möchte ich euch einen guten Roche für 2011 wünschen. 8760 Stunden insgesamt und etwa 5800 Wachestunden liegen vor uns, um das Leben zu träumen und zu gestalten. Ich meine, das sollten wir genießen. Die Christen haben von ihrem Gott ein bemerkenswertes Motto mit auf den Weg durch das neue Jahr bekommen. Es heißt: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das hat der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben. Also eine vor Leben brodelnde Situation, in der man leicht mal den Überblick verlieren kann, angerempelt wird und aus dem Affekt heraus zurückschlägt. Aber wer Feuer mit Feuer bekämpfen will, hinterlässt am Ende nur verbrannte Erde. Ich will diese Herausforderung Gottes annehmen und mich lieben lassen, bis es mir aus allen Poren herausströmt. Mal sehen, ob es mir dann gelingt, den einen oder anderen Lichtschalter anzuknipsen und die Finsternis mit Licht und das Böse mit Gutem zu überwinden. Friedrich Hebbel hat dazu ein schönes Gedicht geschrieben. Und von allen Sternen nieder strömt ein wunderbarer Segen, dass die müden Kräfte wieder sich in neuer Frische regen, und aus seinen Finsternissen tritt der Herr, soweit er kann, und die Fäden, die zerrissen, knüpft er alle wieder an. Gerne würde ich dabei mit euch gemeinsam auf dem Weg sein. Alles Liebe, euer Mickey.